Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Flotsam. Wir haben ein riesiges Wasserproblem. Deshalb bemühe ich hier mal mich darum, dass das Priorität 1 ist, ordentlich Wasser produzieren. Aktuell hat noch keiner Durst, aber nun ja, ein Problem ist es trotzdem. Die Distillerie immer schon so lange gebraucht, bis Wasser produziert wurde. So, das sollte jetzt ein Wasser sein. Ist das richtig? Ja. Wuhu. Wird schon. Wir schicken mal noch einen los, um Algen zu bergen. Wir haben nicht super viel Platz im Lager. Naja, ist okay. Dann ist jetzt natürlich die Frage, Fischkebab und auch Foodtruck würde ich beides gerne machen, aber es bleibt das Problem, wir können es uns nicht leisten, wir können es nicht bauen. Uns fehlt das Altmetall. Die Fischhütte können wir uns auch nicht bauen, die können wir uns auch nicht leisten, aber die würde zumindest mit den Algen was anfangen können, denn ich muss jetzt erstmal wieder ein Lager bauen, weil wir keinen weiteren Platz mehr haben. Ich werde den Lagerplatz hier daneben setzen, bei der Destillerie. Das finde ich nicht verkehrt. Hat man hier einen Lagerplatz, der so platziert sein kann? Ja, wird schon werden. So, hier soll mal das Ausrufezeichen weggehen. Das haben wir bereits alles geborgen. Das gefällt mir wirklich überhaupt nicht, dass wir bei der Destillerie aktuell nicht hinterherkommen. So, es ist aber immerhin auch nur einer, der ein bisschen durstig ist. Essen wollen sie natürlich auch. Habe ich mich verkalkuliert? Hätte ich doch lieber die Destillerie noch früher bauen sollen. Ich habe mir da heute ein bisschen Zeit gelassen. Also bei diesem Spielstand. Ich habe das nicht ganz so eilig gesehen. Aber scheinbar war das ein Fehler. Was? Achso, ich hab mich halt gewundert, so, hey, warum ist denn Export hier plötzlich Brennholz, wenn ich doch auf der Destillerie bin? Aber ich habe mich verklickt. Naja, immerhin, die hat jetzt schon zwei Wasser, was jetzt schon wieder komplett weg ist. Nein, es wird hin und her geschleppt. Naja, vielleicht wird das ja noch was. Wir kommen auf jeden Fall auch mit dem Essen nicht hinterher. Alles ganz fantastisch. Wie viele Knabberfische haben wir denn an sich? 15. Vielleicht sollte ich... Hier ist aktuell Plastikmüll, aber vielleicht sollte ich mal noch fischen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir haben ja 5 Leute. Das wird schon gehen. So. Alles nur, weil wir diesmal kein Altmetall haben. Das ärgert mich dermaßen. Das letzte Mal war das echt am Anfang ein Problem, dass ich zu schnell zu viel Altmetall habe. Jetzt ist es eher das Gegenteil. Denn sonst hätte ich hier beim Essen auch keine Sorge. Naja, wird schon. So, das letzte bisschen an Algen wird geholt. Und dann ist das fertig. Yeah! Schwupps, alles abgegrast. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen, wir bergen hier nochmal 25 Algen. Die Frage ist nur, wir haben dafür nicht genug Platz, nicht wahr?
Nicht wirklich. Ich müsste hier noch einen Lager platzieren. Und wenn ich hier noch ein Lager hinsetze, dann ist kein Platz mehr, um hier auf der gegenüberliegenden Seite noch was zu tun. Da setze ich das Lager lieber mal hier hin. Ganz kurz pausieren. Ich möchte sehen. Nups. Ich krieg dann hier nichts mehr dazwischen. Schade, schade, schade. Wenn ich hier noch einen Steg hingebastelt kriegen möchte. Ja, das sollte dann gar kein Thema sein. Hier schön. Na komm, hier hin. Dann ist hier gar kein Problem mit einem Steg. Okay, gut. Ich vermisse das alte Design unserer kleinen schwimmenden Stadt. Oh Gott, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Uiuiuiui, wo können wir denn als nächstes hindüsen, dass das besser wird? Dorfbewohner und verlassene Stadt. Tiere, verlassene Stadt. Eigentlich wollte ich hier hin, aber ich brauche ja was zu essen und so. Und mir noch mehr Dorfbewohner anlachen. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Aber wir gehen trotzdem dahin. Das wird schon werden. Und dann kriegen wir hier nochmal Öl und können uns entscheiden, ob wir zur Trinkwasseroase oder zur Trinkwasseroase gehen. Ich würde nach hier unten gehen, ehrlich gesagt. Ist aber die Frage, ob ich noch zwei Stationen überlebe mit dem, was wir aktuell an Wasser haben. Mit der Produktion. Ich habe meine Zweifel. So, weiterhin 15. Ich will natürlich auch alles mitnehmen. Wir brauchen es. 1,5 Essen für einen Moment, schon war es weg. Wir können gerade so unseren Bedarf decken. Es ist echt nicht clever, sich gleich noch mehr Dorfbewohner anzulachen. Muss man ja auch nicht, man ist ja gar nicht verpflichtet dazu. Man kann ja auch sagen, das mache ich dann in der nächsten Runde. Aber ich würde es natürlich machen. Ich würde sie mitnehmen wollen. Das Trockengestell braucht halt auch zu lange. Wir bräuchten zwei Trockengestelle mit Fisch. Mach ich mal. Dann haben wir zumindest Nahrung. Das ist ja auch was. So. Noch 5. Ja, habe ich mir gedacht. Ist aber schon unterwegs. Ja gut, dass man hier kein Altmetall findet, wundert mich nicht. Das kann ich gut verstehen. Aber in der verlassenen Stadt finde ich bestimmt was. Zumindest ein bisschen. So. Oh oh. Das Lager ist voll. Passt schon, wir gehen jetzt einfach. Wir gehen einfach weiter. hier hin. Ja, alles ist besser, als sich nochmal so eine Möwe anzulachen jetzt aktuell. So. Verlassene Hütte, man weiß nicht, was man bekommt. Und im Hüttendorf weiß man es auch nicht. Ich würde jetzt erstmal die hier plündern. Aber wir brauchen dafür natürlich auch nochmal ordentlich Platz im Lager. Warum kommen wir nicht so richtig hinterher mit unseren Lagermöglichkeiten? Was ist da los?
Wie viel Fisch haben wir momentan? Eigentlich genug. Warum ist hier kein Fisch nachgelegt worden? Ich verlange, dass ihr mehr arbeitet. Aber auch eine Lösung beim Platzproblem ist natürlich hier einmal den Steg noch zu erweitern. Na komm, auf 8 bitte. So. Wir sind schon fertig. Wir haben ein bisschen was zu essen bekommen. Yay. Dann bitte das plündern. So, da können wir dann nämlich schön ein Bettchen dran setzen. Wie viele sind hier? 2 Stück, nicht wahr? Also 2 Betten. Wir können uns das aber nicht leisten, weil uns das, ups, das Plastik fehlt. Kein Thema. Gerne was Rundes hier. Sehr schön. Ja, meine Wasservorräte sind aufgebraucht. Ich weiß. Ich weiß. Was war das für ein Ding? Was sollte mir das mitteilen? Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was dazu bekommen, aber wir hätten jetzt theoretisch genug Forschungspunkte für weiteren Kram. Wir können uns alles Mögliche leisten, aber wir haben kein Altmetall. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ich bin davon nicht begeistert. Deswegen gebe ich auch weiterhin nichts aus. Bis ich hier nicht eine Möglichkeit gefunden habe, an Metall zu kommen, lasse ich das erstmal. Und ich glaube auch, die Wassersachen kosten Metall, nicht wahr? Ah, der Wasseraufbereiter nicht. Der Entsalzer allerdings. Ich könnte wieder einen Wasseraufbereiter mir leisten, aber ich will es nicht, ehrlich gesagt. Wir retten die mal. Ich weiß, ich verlange viel von euch dafür, dass wir nichts zu essen haben und überhaupt. Eigentlich müsst ihr auch rund um die Uhr arbeiten. Es tut mir ja sehr leid. Und so langsam verdursten sie eben doch. So langsam, aber sicher haben wir da ein ernsthaftes Problem. Yeah, neue Leute. Es gibt nicht genügend Häuser, ich weiß. Was hast du? Du bist natürlich ein Fresssack. Selbstverständlich. Und der andere? Achso, ich kann sie, wenn sie da drin sind, nicht einzeln anklicken. Na gut. Den habe ich nämlich ja leider schon weggeklickt. Wir warten allerdings immer noch hier auf Plastiknachschub. Unsere Boote sind aber auch schwer beschäftigt. So, wir haben 20 Holz. Yay. So viel Holz. Ich will mich nicht beschweren. Wir kriegen damit immerhin Brennholz auch. Aber es reicht mir nicht. Habe ich eine... Oh oh. Was war dieses Plus? Ist da jemand krank geworden? Okay. Ich organisiere mir jetzt Plastik und dann baue ich noch eine Destillerie. Hilft dir alles nichts. Am liebsten würde ich die hier daneben setzen. Dafür müssten wir allerdings erstmal noch ein weiteres Lager bauen. Gebt mir mehr Plastik. Hier geht daneben geht's leider nicht direkt. Aber hier. Ups. Immer mal wieder aus Versehen auf Escape kommen. So, und du wirst einfach demontiert. Dann muss ja alles, was da drin ist, auch woanders hingetragen werden. Das geht ruckzuck. Sehr schön. So,
wir brauchen ein bisschen trockenes Holz. Passt hier ein Trockengestell eigentlich dazwischen? Natürlich nicht. Passt auch ein Lager dazwischen? Auch nicht. Fantastisch. Nichts zu essen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wobei das noch mit den 8 Lebensmitteln kommt jetzt ja gleich. Das Boot. Wir müssen trotzdem warten, bis hier das Trockengestell soweit fertig ist. Damit sich hier was tut. Zack. Sammeln wir mal noch ein bisschen Holz. So, eine Ladung Holz fände ich ganz nett. Eine Ladung, das sind 10 Stück. Na gut, nehmen wir 20. 20 ist auch okay. Ich fasse es nicht, dass ich nachgeben musste bei der Distillerie. Aber warum haben sie das Balancing so geändert, dass man jetzt ordentlich Forschungspunkte bekommt, aber nicht mehr genug Altmetall, um was mit dem Ganzen anzufangen? Das wundert mich ein bisschen. Weil ich werde aktuell wirklich an Forschungspunkten zugeschüttet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, dass ich jetzt einen anderen Weg gewählt habe als vorher. Wie viel Brennholz haben wir denn aktuell? Oh, mehr als genug. Okay. Dann produzieren wir die einmal zu Ende und dann reicht das auch. So, ihr trocknet wieder Fisch. Wie viel Fisch haben wir aktuell? Gar keinen, sehe ich das richtig? Oh, oh. Angeln, wir müssen unbedingt angeln. Ups. Markierung entfernen. Ich habe nicht exakt darauf gezielt, deshalb entferne ich das lieber nochmal. So, ich habe euch doch gesagt, dass hier Fisch drauf kommen soll. Ihr wart zu schnell, ich verstehe schon. Einfach zu schnell. Fehlende Gegenstände, ich weiß, du hast es einfach mal ausgemacht. Wir haben momentan genug Brennholz. Und wir sollten jetzt auch fix wieder in Plus kommen, was das Trinken angeht. Hoffe ich jedenfalls. So, wir haben wieder Fischis. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr müsst halt immer viel hin und her rennen, weil das ganze Brennholz woanders gelagert wird. Aber so ist das nun mal. Dann können wir uns ja auf den Weg machen und weiterziehen, oder? Wie viele Fische sind hier noch? 5. Da ist auch noch ein Plastik. Das passt schon. Wir ziehen weiter. Ich bin heute mal richtig fix unterwegs. So, wir haben keine Wahl. Wir müssen hierhin Öl und Trinkwasser. Ich hätte mir die Trinkwasser-Geschichte auch sparen können. Das stimmt. Vor allem, weil ich jetzt Trinkwasser kriege. Aber naja. Ich wünschte, wir würden dort auch Altmetall kriegen. Das ist ein Thema für mich. Der starke Altmetallmangel. Aufgegebene Motorboote. Yay! Bergen! Sofort! Ich dachte, Trinkwasser gibt's hier. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mit Trinkwasser gerechnet. Das ist ein bisschen problematisch jetzt. Hier bitte Holz drauf. Danke.
Wir haben leider nicht genug Platz, dass sie es rumräumen können, habe ich das Gefühl. Aber naja, gut. Wir sollten, was Trinkwasser angeht, jetzt auf jeden Fall ins Plus kommen. Und wenn wir, ups, wenn wir hier jetzt 30 Altmetall kriegen, dann würde ich mir hier Entsalzer braucht Schraube und Rohr. Das heißt, das wäre die Schrottschmiede. Die braucht 16. Ich würde mir die Schrottschmiede gönnen. Ich organisiere sie mir. Kann sie natürlich nicht bauen, weil mir noch Altmetall fehlt, aber vor allem, weil mir getrocknetes Holz fehlt. Vier Stück brauchen wir und 16 Altmetall. Ich bin geduldig. 12 und 4 Schrauben. Sehr gut. Und dann holen wir einfach noch die 3 Öl und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Man muss einfach nur geduldig sein, bis der ganze Schrott da ist. Ich bin nicht sehr geduldig. Alles andere als geduldig. Los. Ich möchte Schrott haben. Jetzt haben wir es. So. Die Schrottschmiede stelle ich hier hin. Zack. Und schon haben wir wieder ganz viel Platz im Lager. Apropos Lager, wie viele Schrauben haben wir? 2. 3 sind es insgesamt ungefähr oder so. Pi mal Daumen. Ich habe es mir nicht gemerkt. Wie viele Schrauben brauche ich? Nein. Wie viele Schrauben brauche ich für den Entsalzer? 20. Okay. 20 Schrauben. Das wird natürlich nicht reichen. Aber ich werde das zumindest schon mal berücksichtigen, damit wir entsprechend weniger produzieren. Ich hoffe nur, das reicht alles auch. Ich habe jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, dass meine Rechnung nicht so richtig aufgeht. So, weil die Schrottschmiede haben wir uns ja auch schon mal angesehen. Die hat sich allerdings... Der klopft verdammt laut. Ich gehe noch mal ein bisschen weg. Warten wir mal, bis er fertig ist. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan am Design. Die sieht jetzt so aus, die gute Schrottschmiede. Die sah ein bisschen anders aus vorher. Mir gefällt's. Ich mag generell die Optik einfach sehr bei dem Spiel. Und auch die Details hier mit der Axt und allem... Sehr schick. So, die Schrottschmiede. Wie viele Schrauben haben wir? Wir haben 6. Das heißt, wir brauchen noch 14 Schrauben. Wir haben nicht genug. Wir haben schlichtweg nicht genug Altmetall. Auch wenn wir hier noch alles holen, es reicht nicht. Verdammt, ich habe mich verkalkuliert. Weil ein Rohr braucht 2 Altmetall und 2 Schrauben brauchen 1 Altmetall. 6 Schrauben, 14, das heißt 7. Ich hoffe, die Rechnung geht auf. Okay, aber dann wissen wir schon mal, aufgegebene Motorboote beispielsweise. Aber das Problem ist wirklich, auf der Karte steht eben Trinkwasser. Hier gibt es Öl und Trinkwasser. Das ist richtig problematisch, weil dadurch kann ich mich ja gar nicht mehr darauf verlassen, was ich jeweils bekomme. Ist das hier eine verlassene Stadt oder gibt es noch was anderes? Gibt es hier wirklich Trinkwasser und eine verlassene Stadt oder vielleicht auch nicht? Ah, schwierig, schwierig.
Nee, schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben immenses Problem, wir haben das gesamte Brennholz schon aufgebraucht. Ach du Schande. Das geht echt schnell. Muss ich ja sagen. So, wir haben auch hier alles geborgen. Dann würde ich nur mal noch eine Boje hier hinsetzen wollen. Mit exakt 10 oder 20. Okay, so geht's auch. Ist auch eine Ladung. Wie viele Schrauben habe ich jetzt? 16. Nun. Dann haut das aber immer noch nicht ganz hin, oder? Wir haben inzwischen auch noch das restliche Altmetall unterbekommen. Das finde ich schon mal gut. Wir haben keine Fische mehr. Das finde ich nicht gut, denn Essen ist ein Thema. Hier sind Fische. 15. Das ist okay. Unser Trockengestell ist natürlich auch problematisch. So, jetzt haben wir 20 hiervon. Wie viel brauchen wir an Rohren? 6. 6 Rohre. Wir kriegen 4 hergestellt. Und dann ist das Altmetall leer. So, die Bojenmarkierung wird erstmal entfernt. Gibt es woanders noch einen anderen Fischschwarm? Ach, hier direkt daneben. Das wäre ja zu einfach. So. Natürlich haben wir jetzt auch direkt wieder ein Trinkproblem und alles. Auch nicht die Kapazität, um ein Bett zu bauen, weil mir einfach Holz fehlt. Okay, das ist diesmal eine Folge mit, ja, wie es einem an allem fehlen kann. Naja gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen viel gewollt mit dem Entsalzer jetzt direkt am Anfang. Aber ich wollte mir eben den Wasseraufbereiter sparen. Die Punkte will ich für was anderes ausgeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, aber keine Sorge, natürlich geht's dann im neuen Jahr, wie gewohnt, montags mit Flotsam auch wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!